Ja, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde. Ging doch etwas schneller vorbei als wahrscheinlich erwartet. Kannst du ein bisschen was zu deinem Spiel sagen? Bist du zufrieden? Ja klar, ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass ich ja im Endeffekt gewonnen habe. Klar, sie hat aufgegeben. Man hat auch gemerkt, dass sie nicht ganz die Alte ist. Also sie hat ganz anders gespielt, als was sie eigentlich spielt. Ganz viel Drop, Clear, überhaupt nicht so ihre Smash-Sachen, die sie sonst so macht. Das habe ich schon gemerkt im ersten Satz. Somit wusste ich, okay, da ist auf jeden Fall auch eine Chance, sie heute zu schlagen. Nur manchmal ist es halt schwer, weil man merkt, gegenüber stimmt irgendwie was nicht so. Ich muss im Endeffekt nur reinspielen und einfach nur mein Spiel spielen. Ja, es war klar, dass sie dann irgendwann aufgibt, weil man hat gemerkt, je länger das Spiel, desto unrunder wurde es bei ihrem Arm. Klar, ich bin umso glücklicher, dass ich jetzt in der nächsten Runde spiele. Freue mich auch auf morgen und ja, schauen wir dann mal, was morgen so geht. Wie gehst du so ein Spiel an, wenn man merkt, die Gegnerin kann nicht so, wie sie eigentlich kann? Ja. Ist das nicht etwas komisch? Ja, total. Also eigentlich darf man gar nicht so viel rüber gucken und darauf warten, okay, was ist drüben, was hat sie, gibt sie auf, gibt sie nicht auf. Man muss eigentlich die ganze Zeit bei sich bleiben, bei seinem Spiel, bei seiner Taktik. Und das war auch so meine Taktik, die ich mit meinen Coaches abgestimmt habe, dass ich bei meiner Strategie bleibe. Genau die Taktik spiele, die wir vorher abgesprochen haben und gar nicht rüber gucken, was jetzt da genau ist, weil dann kommt das von ganz alleine. Aber klar, es ist immer so ein Zwiespalt, weil man gerne auch rüberguckt und merkt ja natürlich, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich bin froh, dass ich es hinbekommen habe. Jetzt spielst du in der nächsten Runde gegen Takahashi, den Messenger hier gewonnen hat. Wie siehst du deine Chancen, beziehungsweise kennst du sie schon? Ja, ich spiele sogar in 2 Wochen bei den Swiss Open auch gegen sie in der ersten Runde. Sie ist eine sehr starke Japanerin, Linkshänderin. Das wird eine sehr, sehr schöne Runde für mich. Aber ich freue mich drauf, weil es ist wieder ein Spiel, wo ich nichts zu verlieren habe und für mich einfach, um zu lernen, um weiterzukommen und dann mal gucken, was morgen so passiert. Okay, dann sage ich vielen Dank und viel Glück für morgen. Dankeschön.